Hallo, liebe Hungrige. Die Sonne hat es ja dieses Jahr schon ein paar Tage eher gut mit uns gemeint als sonst meistens üblich. Also konnte auch schon angegrillt werden. Für Himmelfahrt sollte es was Besonderes werden. Ich wollte Flammlachs. Kannte ich bisher nur von Kirmes oder Weihnachtsmarkt. Aber gesagt, getan. Wir brauchen dafür natürlich möglichst guten Lachs. Ich habe hier Filet vom norwegischen Fjordlachs. Nicht ganz billig, 24,90 das Kilo. Es kann auch eine andere Sorte sein, aber bitte nichts, was schon eingefroren war. Außerdem brauchen wir auch noch Flammlachs oder wenigstens Fischgewürz. Kann man kaufen, aber eben auch selber machen. Und zwar aus Wacholderbeeren, einem groben Salz, Meersalz zum Beispiel, ich nehme Himalaya-Salz, Pfefferkörner und Paprika. Ich nehme geräuchertes Paprikapulver, muss aber nicht sein. Und optional können wir da noch ergänzen, zum Beispiel durch Zitronenpfeffer, ein bisschen Chili und vielleicht auch Rauchsalz. Passt ausgezeichnet zu gegrilltem, egal ob Fleisch oder Fisch. Und benötigt werden außerdem Flammlachsbretter. Die kann man sich selber basteln, aber eben auch kaufen. Und wo ich meine her habe, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und die Bretter selbst sollten vor der Benutzung für wenigstens eine Stunde gewässert werden. Nun aber erstmal zum Gewürz. Ich verwende dafür diesen schönen, echt indonesischen Mörsa aus Lavastein. Ist tatsächlich eigenhändig, allerdings nicht von mir, sondern von meinem Freund Dion, Dion von Durga Tattoo, mitgebracht und mir geschenkt worden. Und mal am Rande angemerkt, Dion ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Nicht ganz billig, dafür aber Hammerqualität und nach traditioneller Methode. Doch zurück, wir wollen ja schließlich essen. Wacholderbeeren, Salz und Pfefferkörner also in den Mörser und dann mittels Armkraft zerkleinert. Dann in ein Schüsselchen geben, den Paprika dazu und außerdem jeweils mit ungefähr einem halben Teelöffel vom Zitronenpfeffer, Chili und Rauchsalz ergänzen und alles gründlich miteinander vermischen. Und dann nehmen wir das Flammlachsgewürz und bestreuen das Filet, natürlich die Seite ohne Haut, mit reichlich vom Gewürz, verteilen bzw. verreiben es noch so ein bisschen, klopfen es auch etwas ein, es soll ja schön haften bleiben, sieht ein bisschen so aus, als würden wir den Fisch tätscheln und seid mit dem Gewürz lieber ein bisschen großzügig. Eingerieben mit dem Gewürz, das Filet dann erstmal für circa eine Stunde ruhen lassen. Dann brauchen wir eine Feuerschale, bestücken diese mit unbehandeltem Holz, Buche eignet sich sehr, bringen an der Seite die Halterung für die Flammlachsbretter an und setzen dann erstmal das Holz in Brand. Es soll erst ein bisschen runterbrennen, also nicht mehr so lichterloh flammen, auch wenn es Flammlachs heißt. In der Zwischenzeit geben wir das Lachsfilet auf das Flammlachsbrett, befestigen es dann mit dieser speziellen Halterung auf dem Brett und befestigen die Bretter dann in den bereits an der Feuerschale angebrachten Halterungen. Die Bretter lassen sich dadurch übrigens vom Winkel her stufenlos einstellen. Und dann wird das Lachsfilet über Glut und Flammen gegart. Und das dauert so zwischen 35 Minuten und einer Stunde. Bei mir waren es 45 Minuten. Das hängt ein bisschen von der konkreten Temperatur, von der Größe der Filets und auch vom Neigungswinkel der Bretter ab. Gegebenenfalls eben schon mal ein kleines Stückchen kosten. Das Filet soll ja durch, aber auch nicht trocken sein. Und so jedenfalls soll es dann ungefähr fertig aussehen. Und dann wird die Halterung gelöst und alles in mehr oder weniger große Portionen zerteilt. Wir haben in großer Runde gegessen. Ruckzuck war es natürlich alle. Schmeckt ja auch wirklich lecker. Es gab Gurkensalat und Zitronenrisotto dazu. Aber auch Kartoffeln oder einfach Baguette passen prima. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht's mal. Es ist ein richtig schönes, leckeres Essen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr Lachs allerdings lieber in einer Orangenmarinade zubereiten möchtet oder ihr ganz anders zum Beispiel Ballonkartoffeln backen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.